rest, manage inventory and skills, and so on. Moin Leute, da bin ich wieder, Emerald am Start. Und wir werden heute ein paar Nebenaufgaben machen. Was haben wir denn? Na, den Toten jetzt nicht. Die lebenden Rüstungen in den Katakomben werden wir machen. Dann den Blutzyklop, Seelenschlinderschlucht. Das kann man auch noch nicht machen. Das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Und das auch noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Golems. Ja. Chimären. Auch noch zwei. Königslorbeer ein bisschen später. Und 10 Chimären. Boah. Und 3 Greife. Naja. Weibliche Banditen. Kriegen wir auch noch hin. Naja gut, in den Katakomben und tote Krieger und so ein ganzes Zeug, da kriegen wir schon was hin. Das werden wir heute mal machen. Ein Hund schnabuliert. So. Machen wir uns mal auf den Weg, oder? Wir werden mal ein bisschen zu Fuß unterwegs sein. Hoppala. Achso, ich habe umgeskillt wieder zum Streit. Auf den Streicher. Da fehlen uns ja noch 2 Ränge. Die wollen wir noch machen. Und in Finstergram werden wir dann schon wieder den magischen Bogenschützen nehmen, weil der einfach ein bisschen härter ist, also ein bisschen besser. Aber hier können wir so mit dem agieren. Ja, werden wir ein paar Banditen hier vor der Stadt killen. Wo war jetzt die lebende Rüstung? Katakomben. Genau, Katakomben. Katakomben. Die hintere Passage. Die hintere Passage. Ah ja, wir können ja hier so lang laufen. Das macht ja nichts. Aber wir brauchen ja, wie gesagt, Chimären und Greife und alles Mögliche, was wir killen sollen. Sind das Böse oder sind das Gute? Ja, okay. Damit ist die Frage auch beantwortet. Naja, gut, die können ja nichts mehr. Hoppala. Ja, ja. Die können ja nichts. Bleib doch stehen. Die droppen aber auch nichts, oder? Ja doch, kleiner Geldbeutel. Ja, damit. Aber irgendwas lebte da drüben noch. Eure Kohle nehmen wir natürlich gerne. Wo waren die? Der ist doch da oben lang gelatscht, oder? Irgendwo war er doch. Hast du dich versteckt? Da ist eine Kiste. Also gekillt haben wir den jetzt. Ah, jetzt kommt er. Naja. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ah, da oben. Ach komm, da runter, stell dich doch nicht so an. Ja, dann gehen wir halt darum.
means we can walk beyond the shore here. Perhaps we'll find aught of use. They're armed, Master. Ah, da. They're left exposed after a grand strike. Sag gute Nacht. Und eine Kiste. Strength in numbers arisen. Ja, mit der Kohle. Alles meins. So, jetzt sind wir vom Weg abgekommen, oder? Wir wollten zu den Katakomben. Achso, wir könnten ja, wenn wir jetzt schon gerade hier sind, können wir ja auch mal kurz bei China vorbeischauen. Ja, da sind wir, glaube ich, völlig verkehrt. Oh Mann, ich und meine Orientierung. Ja, ein bisschen vom, aber nur ein bisschen vom Weg abgegangen. Abgekommen. Hallöchen, Assassine. Nur ein klein wenig vom Weg abgekommen. Dann müssten wir doch irgendwie wieder hier rüberkommen, oder? Ja, naja. Ja, jetzt stell dich nicht so an, Mädchen. Da gucken wir mal noch schnell bei China vorbei. Ob die was von uns möchte. All this open space spurs the desire to run, aimless and free. Oh, na, das wollte ich gar nicht abschießen. Entschuldigung. Goblin! Ach, ich wollte. Ja, ich habe den. Ich wollte eigentlich den Goblin töten. Das ist ja jetzt ein bisschen doof gelaufen. I'll leave the weak foes to you. Not long now. We'll rout them in a single charge. Ja, ja. Okay, die sind ja jetzt. Hoppala, nee, das. Wo ist denn einer im Helm? Ach, hier. Strength in numbers arisen. I'll take that. Oh, es war heiß in der Arbeit. Aber heute war ein guter Tag. This looks interesting. Ich hatte einen ganz lieben Gast, der mir 100 Euro Trinkgeld gegeben hat. Der hatte gut gewonnen und war dann sehr, sehr, sehr großzügig. Ich habe mich doch schon wieder verlaufen. Ich will doch... Verdammt ich. Also ich habe überhaupt keine Peilung. What's this? Das war sehr, sehr lieb von dem. Goblin! We have triumphed. Those shields are a bother. Hält der sein Schild davor? Na, kleine Rotzlöffel. Ja, ja, fall um. Even in numbers, a weakling is a weakling still. Wow, was war das denn? This looks interesting. Ja, das war ganz lieb von dem. Ja, der hat öfter mal ein bisschen Glück, aber der kommt immer nur nachmittags. Und dadurch, dass ich jetzt nachmittags arbeite, habe ich den auch mal hin und wieder in meiner Schicht. Hört doch auf zu schreien. We have triumphed. Did it. So, da oben müssen wir zum Wald kommen. Ich meine, wir haben ja einen Schnellreisepunkt da. Da kreischt doch noch was. Wo ist er denn? Let's have its armor and shield off. We have triumphed. Aber wir wollten ja ein bisschen zu Fuß laufen. Wir brauchen ja noch 6 Chimären. Chimären. Perhaps the land still holds aught of worth. Die müssen wir ja auch noch irgendwo auftreiben, also laufen wir mal ein bisschen. Okay, danke, das war's schon. Und was hast du so getrieben bei der Hitze? Wie war dein Tag? So, warte mal, da lang müssen wir. Mal den Magier da. Ja, das sind alles keine Herausforderungen mehr. Jetzt haben wir ja schon, spielen wir ja schon auf normal. Aber... Das ist alles nix mehr hier. Wir sind
Schon zu OP. So, mal gucken, ob wir hier Chimäre vielleicht treffen. Mal sehen. Na klar, da hinten ist doch eine. Ha! Das freut mich doch. Ach, das ist das Ding, wo... So. Chimera! Mhm. Na, Odette, spring drauf, komm. Aua! Haben wir es jetzt? Da lebt ja immer noch einer. Okay. Alles klar. Danke für dein Lucky. Okay. Hast du beide Ebenen heute gemacht? Okay. Warst ja fleißig. So. Vielleicht noch eine Chimäre so. Wir brauchen ja noch eine ganze Menge. So viel Glück habe ich nicht. How deep do you suppose it is? Achso, ja, wir sind jetzt drei Bogenschützen und eine Kriegerin. Eine Kriegerin habe ich mal noch eingepackt, nachdem die anderen ja laufend gestorben sind. Mal sehen, wie wir da so zurechtkommen. Odin. Was? Sprungstein? Was ist denn ein Sprungstein zum Henker? Hey, lass die Nachbarn. Ey, wir sind doch gerade erst losgelaufen. Warum bin ich denn schon wieder so zum Henker? Odette, zu dir habe ich mehr Vertrauen. Wer bellt denn da jetzt da draußen noch mit? Odin! Ja, draußen vor der Tür, glaube ich. Irgendeiner bellt da draußen. Ich weiß nicht, ob der Nachbarshund gerade auch bellt. Macht deinen kleinen Zwergelaufstand hier, mein Freund. Nee, Banngras braucht man nicht. Also wenn ich schon wieder jeden Krampf aufhöre, dann kommen wir nie an in den Katakomben. So. Ach, ich hatte, glaube ich, den Zielkristall hier weggenommen, ne? Na, den habe ich jetzt an die Heilquelle gestellt. Also hier müssen wir jetzt immer erstmal hinlaufen. Wie sieht es denn mit eurer Gesundheit aus? Ihr seid gesund. Kina? Ach, da bist du ja. I need to learn of the dragon and your wound as well. Mhm. Und du leuchtest ja eh schon wie so ein... Himmelsthron war's. Oh, thank you so much. Na gut.
Okay, zumindest haben wir bei ihr vorbeigeschaut. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir jetzt lang müssen. Da oben wollen wir hin. Ja. Wenn wir geradeaus gehen, dann kommen wir da schon irgendwie hin. Immer der Nase nach. What's that? Plumpe Falle hier. Every beast has its weakness. Observe closely and learn to exploit it. Plumpe Falle. Wer will uns denn hier ab? Verarschen. What's this? Mit den komischen Fallen. Was habe ich gesagt? Immer geradeaus, aber ich laufe schon wieder kreuz und quer. Aber ihr könnt noch eine Chimäre sein. Ja, mal gucken. This looks interesting. Naja, dann sammelt mal ein. Ihr sammelt sowieso allen Kraft hier ein. Every beast has its weakness. Observe closely and learn to exploit it. Nein, kein gammeligen Kürbis. Wagt euch nicht, den gammeligen Kürbis einzupacken. Mal gucken. Ne, sieht nicht so aus. Aber wir brauchen noch etliche von den, na, wie heißen sie denn? Banditendamen. Die sind ja irgendwie auch immer auf dem Weg. Wo sind wir denn jetzt? Naja, dann gehen wir halt so rum. Machen wir das halt so lang. Hast du jetzt dein New Game Plus schon gestartet? Ach Mensch, das Banngras wollte ich doch gar nicht. That's not a pleasant odor. Monsters must be near. There, Master! Sulfursaurians! Ja, ja. It aims to hide itself. I will pretend it has. It carries any frontal attacks! Be vigilant. I've been drenched. Find an opening and strike. Was rennst du denn auch ins Wasser? A strong flame may take it out. Ach so, da lebt noch eine. Burn them to ash. Okay. Was ta- Ach, da ist noch eine. Jetzt. Kriegerin, du hast jetzt aber mächtig daneben gehauen. Ich wollte das nur mal angemerkt haben. Dass du völlig daneben geschlagen hast. Naja, jeder wie er mag, ne? Given the look of things. We'd best be well prepared before pressing on. Na, jetzt wollen wir uns erstmal hier noch ein paar Banditendamen. Obwohl, wir können auch erstmal gucken, ob da oben noch ein Viech rumhüpft. Sehen wir denn eine? Caution, Master. Massive beasts prowl this area. Ich sehe nur harmlose Hirsche. Ja, dann gehen wir wieder runter auf den Weg, damit wir die Banditen nicht verpassen. Was für Items suchst du denn so verzweifelt? So, wir müssen doch eigentlich Banditinnen sein. Wir brauchen ja die weiblichen. Na komm. Um den es auch nicht schad. Mal gucken. Okay, der Pfeil ist nutzlos. Gut. Snatch up any tusks you bring free. Da ist ein Horn abgegangen. Ja, sowas Dummes aber auch, ne?
Ja, ja. Das schießt doch, das. Das ist eh gleich hinüber. Hm, aus die Maus. Das ist irgendwie alles keine Herausforderung mehr. Wo denn? Counter after they strike. I begin with the strongest. I leave the weak foes to you. I don't care to meet whatever left these giant footprints behind. Bleib doch stehen. Perhaps there's all to be scavenged. Strength in numbers arisen. Did it. We have triumphed. Oh, geht das auch in Deutsch? Keine Ahnung, was das für Items ist. Ah, jetzt habe ich so eine rostige Platte eingepackt. So ein Mist aber auch. Ich wollte das nicht einpacken. Ich will nur das Gold. This looks interesting. Den ganzen... Hier, Odette, du bist immer noch leicht. Und zum Henker bin ich so schwer. Weil ich so viele Amulette dabei habe. Okay. Das ist ganz lieb von dir. Sonst kann ich damit nichts anfangen. Katakomben darüber. Aber ein paar Banditinnen fehlen uns noch. Das sind noch nicht alle. What a splendid woodland, and so rich in resources. Armed bandits arisen. We don't take insolence. Counter after they strike. Ihr mögt keine Fremden, ist mir egal. Noch irgendwo eine? Ja. We have triumphed. Strength in numbers arisen. Wie zickig, wir mögen hier keine Fremden. Ja, sage mal, was für eine Unart. Was war das denn? Gucken, ob das jetzt alle waren oder ob da noch welche sind. Every beast has its weakness. Observe closely and learn to exploit it. Ja, wir brauchen noch ein paar Biester, ist ja nicht so. This looks interesting. Ich habe mich, glaube ich, schon wieder verlaufen. Die können uns irgendwie gar nichts mehr, ne? Halt. Geld. Ach, das, was ich da auch schon habe? Das Dreieck-Ding da? Schattenpanzer-Handschuhe. Aha. Ja, ich hatte jetzt auch irgendwas von der Schattenrüstung. Aber weil ich ja umgeskillt habe wieder in... ich habe mich verlaufen. Ja, verdammt ich! Ah nee, ich bin doch da irgendwie. Ja. Ich glaube, das Hemd hatte ich gekriegt. Schatten irgendwas Hemd. Warte mal. Hat das meine Kleine jetzt angezogen? Weil ich glaube, konnte das nicht anziehen. Nee. Nee, dann habe ich es im Dings. Ja, ja, dieses Dreieck-Ding habe ich ja auch. Okay, keine Ahnung. Irgendeins davon habe ich auch. This looks interesting. So, warte mal, wir müssen jetzt doch hier irgendwo... Hier irgendwo haben wir unseren Stein hingestellt, glaube ich, oder? Ah ja, guck mal, der steht da in der Wildnis. Und der Eingang zu den Katakomben muss dann hier irgendwo sein. Ah, da hinten. What's that? Nimm mal mit, Odette, was auch immer das ist. Ja, Stahlnusssalbe ist ganz gut.
find aught of use here, Master. I suggest we search. Na, ich weiß ja nicht, ob wir hier was von Nutzen finden. Wir wollen die lebende Rüstung tun. Du, ich schaue mir das Zeug nicht so genau an. Das muss von den Werten für mich passen und wenn das nicht passt, dann kommt's weg. So. Dann wollen wir mal die lebende Rüstung wieder suchen. Haben wir ein bisschen Licht. Danke. Ihr sammelt schon wieder alles ein, oder? Ihr werdet jetzt nicht Wasser genommen haben. Wasser braucht kein Mensch. Flasche mit Wasser, warum? Warum nehmen die immer die Flasche mit Wasser mit? Braucht kein Mensch. Hoppala. Nein, ich wollte den Geldbeutel und nicht den Kürbis. Jetzt ist aber genug hier. Rattengezücht. So. We'll need to open this gate to use the lift. Long ago, when the people worshipped the old gods, the gods of nature. We cannot pass through. Seems there's a room beyond the rubble. I suspect it's why they returned their dead to the soil, to the earth god. Hm, what's that? Ja, nimm mal mit den Hartknollensaft. Their souls might be cleansed and born anew in the coming generations. Ey, die faseln den ganzen Tag. Geschmeidigkeitsbalsam. Ich höre euch schon. Ja. We have triumphed. Kleiner Geldbeutel. The walking dead are all around us. I'd wait. Uns mal Licht an. I can't but envy their endurance. That was effective. Ah, wir sind doch hier nicht auf einer Modenschau. Die Werte sind wichtig. Resistenzen. What's this? A walking dead there, Master. Stout undead. Ja, ja, was ist denn? Be still. I'll have them all. Tis weak to fire. Oh, der explodiert. Oh. Nimm mal deine ganzen Kumpels mit. What's that? I believe some of the coffins are booby trapped. If you see gas leaking, it's likely a gas trap. It hates fire. Na dann, ihr habt doch alle eure Pfeile. The lamplight will make spotting traps easy. Must be some strategy. Tis weak to fire. Vielleicht solltest du irgend so ein Modespielchen spielen. Was, dein Baby? Es gibt keine Babys hier. Oh, oh, geht doch weg von dem. What's that? Haben die Missviecher mich vergiftet? They hardly falter in their assault. That was effective. Wiedersehen. Are you all right, Master? Fire works well. It hates fire. Strength in numbers arisen. Ah, schön sind die Rüstungen alle nicht. Da, ich habe eins der besten Items da an und sehe aus wie, was weiß ich, wie Trottel, aber ist mir egal, hat gute Werte. Waren die besten in meinem Stall. Na komm. Watch the ground below you. We have triumphed. There, Master. The undead. Was sind denn jetzt diese blöden Rüstungen schon wieder? Hoppala. Fire works well. Mhm.
Na ja, machen wir mal Feuer an. Lighting these lamps could be of use. This looks interesting. Did it. We have triumphed. Na, da bin ich aber froh. Wo war denn diese blöde Rüstung? Es waren ja zwei, oder? Ich glaube, zwei lebende Rüstungen. Ja. This must do something. The key is locked, and by no common key. Ja, ist ja gut. Boah, ich habe kein Problem damit. Wie gesagt, ich ziehe an, was nützlich ist. It leads down below. Mal kurz hier reingucken. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich hasse die Katakomben. Hier sind wir doch gerade lang gelaufen, oder? Oder nicht? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich krieg's am Kopf. Hier waren wir doch gerade. Oder? Ja, wir gehen mal wieder zurück, Leute. Ich glaube, wir sind verkehrt gelaufen. Hübsch und nützlich gibt's nicht. Entweder hübsch oder nützlich. Jetzt habe ich mich verlaufen. Verdammt ich nochmal. Wo sind wir denn jetzt hier? Augenklar, naja. Die Kiste ist leer. Okay. Wir wollten ja mit dem Fahrstuhl runterfahren, oder? So, dann bitte. Fahrstuhl. Wobei das die Greifenrüstung schon hässlich ist, also meinen Empfinden nach. Das kannst du laut sagen. Wir suchen doch bloß diese verkackten Rüstungen. Wo sind diese Rüstungen? Ach. No honest business brings a man to such a place. What's that? To judge from the beasts that dwell here. Was krummelt denn da so? Ach, bleib doch liegen. There, a stout undead. Will not pass through without the key. Ja. Braucht man nicht. Ich glaube, hier sind die Rüstungen gewesen, oder? Ah nein! Oh, ich bin kein magischer Bogenschütz. Jetzt wird es ein bisschen doof. Be ready. It comes. I'll leave the weak foes to you. Any that would target the arisen are mine. Das wird ja jetzt mühsam. Da lebt ja auch noch was. Naja, aber geht auch. Etwas mühsamer, aber es geht. Dankeschön. Phantoms release their hosts when attacked. Achso, Rüstungsmods auch noch. This looks interesting. Oh, Odette, das bist ja du. Entschuldige bitte. Komm doch aus dem Dunkeln raus. Obwohl, ich habe ja ihren Namen gelesen und habe trotzdem drauf geschossen, oder? Ja. Macht nichts, Odette hält das schon aus. Lass mich doch mit den...
Hast du mir gerade eine geklatscht, Untote? Kriegerin, du bist ganz schön lahmarschig. Mhm. Schön, dass ihr das Geld liegen lassen habt. Das freut mich. 72 Mods. Kein Wunder, dass dir die da irgendwas zerschossen hattest, den einen Tag. Aber hast es ja wieder hingekriegt. Treasure, perhaps? Also mein Schlimmstes war mal Skyrim mit, oh Gott, ich glaube 170 Mods. Dragon Age, ah, da sind ja unsere Rüstungen. Na, dann wollen wir mal. Wo? Und dann hatte ich mir Skyrim mal zerschossen mit meinen ganzen Mods. Da war ich echt pissig. Musste ich alles neu aufsetzen. Aber ich glaube, das war auch das Schlimmste. Ach, das hatte ich ja bei dem Kampf mit Dings ins. Jetzt habe ich die gar nicht mehr. Ah. Wie mies. Na komm. Machen wir das mal so. Living armor. Let's scatter those bones. Hm, what's that? This will serve. I will protect you, Liz. Ah, der Querschläger wäre jetzt dann doch wieder mal ideal. Oh, oh, weg hier. Oh. Aua. Warte mal, kann ich auf den drauf? Mal gucken. Wo bin ich denn? Ach so, ich bin auf dem drauf, okay. Ah, jetzt muss ich mal kurz weg hier. Hau ab von mir. Er hat keine Rüstung mehr an, oder? Ha! Oh! Jetzt habe ich aber eine auf die Mütze gekriegt hier. Ah, okay, jetzt ist er. Ja. Ich bin meinem Arsch, weil ich kein magiger Bogenschütze mehr bin. Verdammt mich. Das könnte sehr mühsam werden. Aua, hör doch auf, mich zu hauen. Trottel. Bots. Na, das ist mir zu viel. Ich hatte das Skyrim auch mal als Stream angefangen. Aber da hatte ich wirklich bloß minimal drauf, um das Spiel nicht so zu verändern. Also ein bisschen kosmetische Mods und so Zeug. Dann habe ich denn schon wieder keine Ausdauer mehr. Herrschaftszeiten. Ja, das kannst du auch futtern, gibt auch Ausdauer. Was haben wir die hier? Abwehr. Ah ja. Schluck runter, Mädchen. Das ist für die ganze Gruppe. Ja. Okay. Und die kollidieren nicht miteinander? Ich
Aua. Aua. Okay, ich sehe schon, wir kommen hier nicht mehr weiter jetzt, hä? Ne, wir können die nicht mal mehr anpacken. Okay. Wer hat denn jetzt schon wieder gejammert? Lass mal das Licht anmachen. Oh, ich glaube, ich muss umskillen und nochmal wiederkommen. Wie nervig ist das denn jetzt? Na, ich habe da schon genügend gesehen, die sich das ganze Spiel zerschossen haben damit. Ich glaube, wir müssen... ich muss nochmal umskillen für den Mist hier. Verdammt. Ich weiß das schon, dass ich ohne Magie nicht weiterkomme. Danke für den Hinweis. Aber ich habe ja Magie eigentlich. Was haben wir denn hier? Wir müssen mal aufstehen, Mädchen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt hier rauskommen. Mal schnell. Oh ja, ich... Mist. Bin ich aber doch genauso blöd reingerannt jetzt hier. So. Ich muss ja erstmal gucken, wo die genau waren. Ob ich die jetzt bekämpft? Hier waren die, oder? Irgendwie so. Ja, ich habe ja da den Feuerpfeil. Aber... Nein, geh mal weg. Du hast nicht richtig zugehört. Ich habe gerade gesagt, ich muss umskillen. Weil dann habe ich ja Magie-Schaden. Bitte, bitte richtig zuhören, wenn ich vor mich hin murmel. So. Dann müssen wir mal schnell da lang. Ja, jetzt lass gut sein. Ich habe gesagt, ich muss zurückgehen, dass ich eigentlich keine Lust habe, zurückzugehen, um umzuskillen. Bitte, bitte, bitte zuhören. Hier kommt mal heilen. Odette. Gott. Was hast du für einen Schrott hier? Nein, keine Hasen. Und keine Krähen, lass mich in Ruhe. So, dann gehen wir mal. Fixi Foxy. Fixi Foxy. Ah, da können wir gleich die Taschen leer machen. Hat auch was Gutes. Für irgendwas muss das ja nützlich sein, dass wir jetzt nochmal zurückgehen mussten. No surprise. Have your pick. Any so. Will it be today? Komm mal her, kann ich dir meinen ganzen Schrott geben? Warum habe ich Totenköpfe einstecken? Im Öl der Wandlung. Eine Person kombinierbar. Schwächung, Abwehr, Steigerung, Stärke. Dann kannst du die Sprengpfeile erstmal wieder wegmachen.
Du bist ganz schön kleinlich mit diesem ganzen Kram. Ich bin da gar nicht so genau. Ich weiß ja, was ich machen will und was ich machen muss. Und dann passt das schon. Odette, du hast wieder den Sammelwahn gehabt. Du hast diese ekligen Dinger eingepackt. Pfui. Ja. Okay. Gelehrtenumhang, wo hast du denn den wieder aufgegrabbelt? Erstarrte Zukunft, von mir aus. So. What will it be today? Have your pick, any you like. Ach Gott. Ein Ding fehlt uns noch. Naja gut, hilft ja nichts. Oder wir machen... Oder wir machen... Warte mal. Ich will ja erst den Streicher fertig haben. Warte mal kurz. Was war denn da noch für eine Quest irgendwo? Ach, der Blutzyklop war doch noch irgendwo. Seelenschinderschlucht. Helm der Unsterblichkeit gibt's da. Okay. Dann machen wir mal erst den. Dann kriege ich vielleicht das Ding voll. Dann ist der Streicher nämlich auch voll gelevelt. Dann muss ich da nicht mehr... Dann rumswitchen. Machen wir das so. So, die Seelenschinderschlucht ist wo? Achso, ich habe ja gesagt, wenn wir da sind, dann können wir auch rüber switchen zur Seelenschinderschlucht, ne? Das ist doch da, ja. Weil da machen wir erstmal, gehen wir erstmal in die Schlucht. Weil dann könnte nämlich der Streicher auch fertig sein. Und dann habe ich mir überlegt, ob wir, solange wir hier noch rumlaufen, ob wir mal einen Magier noch mit anfangen. Dass ich mir meinen Magier hochskille. What a splendid woodland and so rich in resources. Vielleicht ein Erzmagier, ich bin mir noch nicht so sicher. Wohnt hier einer? Is that Birdsong? Perhaps we'll find a nest nearby. Kann mal bitte jemand die Lederhandschuhe mitnehmen? Faules Pack, echt. I'll take that. Wo müssen wir lang? Du, weil ich alle durchskillen will. Warte mal. Okay, dann gehen wir auf den Weg und wenn wir auf dem Weg sind, dann kommen wir automatisch da vorbei, oder? Weil ich jetzt wüsste, wo der Weg ist. Oh Mann. Sind das Erinnerlinge? Ja, her damit. Ja. Ja, ja. Komm her da. Aua. Wo ist denn das Ding? Ah, lass sie doch runter. Lass Odette runter. Okay. I'll take that. Just wait. Du, weil ich das einfach machen möchte. Das hat keinen Grund. Außer den Kämpfer und den Krieger und den Mystischen. Die drei Klassen will ich nicht spielen. Aber warum nicht auch einen Magier mit hochziehen? Wir haben so viele Items für den ganzen Mist, dass wir uns wahrscheinlich drei Magier hochziehen können. Den Assassinen. Ach, den Assassinen wollte ich ja auch noch spielen. What's this? Um jede Klasse mal zu zeigen. Warum auch nicht? Wäre doch blöd, wenn ich jetzt das Normale und für Finstergram nehme ich dann schon wieder den magischen Bogenschützen. Ist das jetzt der Weg? Nein, ne? Ich habe mich verlaufen. Doch, das ist der Weg. Gucke mal. Gucke mal da.
Das sieht aber nicht aus wie ein Weg. Oder? Nicht wirklich. Naja, ein bisschen. Stay wary, Master. Visibility is poor ahead. Ja, ich weiß, dass, sehe, dass die Sicht miserabel ist. Ich sehe mich gar nichts. Wir sind hier verkehrt, oder? Ich glaube, wir sind verkehrt. Na klar sind wir verkehrt. Mann! Das gibt's doch nicht. Wir drehen wieder um und gehen geradeaus in die Richtung. Da ist ein Berg. Okay, gut. Naja, dann müssen wir um den Berg rumlaufen. Warum bin ich denn jetzt in die falsche Richtung gelaufen? So eine Gründe brauche ich nicht. Ich mache es halt einfach, um halt auch mal im Stream andere Klassen zu zeigen und nicht den magischen Bogenschützen jetzt über 100 Stunden zu zocken. So einfach ist das. Was denn jetzt? Aua! Hör auf zu zaubern. Noch ein bisschen in Popo schießen. Any that would target the Arisen are mine. They attack in quick succession. I shall take on the strong. Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Gesocks hier. Just wait. Gib mir die Kohle. Und da wir ja genügend Items für alle Klassen haben, kann man ja auch mal eine andere Klasse zeigen. Ja, dann zünden an. Wo ist er denn? Da geht doch ganz einfach. Wo zum Henker ist der Weg? Ach, guck mal, das sieht gut aus. Hier knurrt irgendwas. Beim Assassinen weiß ich bloß nicht, der Assassine, der wird auch mit einem Schild gespielt. Und das mag ich nicht. Okay, weg, Mara. So. Wo zum Henker geht's zur Schlucht? Ich sehe weder einen Wolf noch sonst was. Ich sehe überhaupt nichts. So, das sieht aber ganz gut aus. Ich höre sie zwar jaulen, aber... ich sehe sie nicht. Keine Ahnung. Hallo? Naja, da haben die Wölfe noch mal Glück gehabt. Dann können sie noch mal eine Nacht länger leben. Warte mal. Die Dings, sie muss... Jetzt laufe ich doch schon wieder in die falsche Richtung. Ich wäre ja bekloppt. Was ist denn das für Mist? Umdrehen und in die Richtung. Mir geht es nicht um Schaden, mir geht es um die einzelnen Klassen, die zu zeigen. Schaden machen wir jetzt mit jeder Klasse, ist völlig egal. So. Also jetzt bitte ordnungsgemäß mal hier, wo müssen wir lang? Wo denn? Ja, Odette, mach mal du. I shall take on the strong. We must stay calm. One at a time. They rampage indiscriminately. Bones. Walking bones. Was bist du denn?
Was bist du denn für ein Penner? Wer bist du denn? Was war das denn jetzt? Was war denn das für ein Vieh? Hä? Schreckenslord. Was zum Henker ist ein Schreckenslord? Ich habe mich immer noch verlaufen. Jetzt laufe ich schon wieder in die falsche Richtung. Ey, ich krieg's am Kopf. Wir müssen da lang, oder? Na, guck mal, die Sonne geht auf. Nee, das ist doch der Weg zu den Banditinnen hoch, oder? Ja. Nee, das ist doch der Weg zu den Banditen, oder? Aber wenn wir da in der Kurve sind, dann könnte das ganz gut aussehen. Wie gesagt, ich überlege ja. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Erstmal mal den hier voll. Ja, Lilly, tu mal was. Warum muss ich das hier alles machen? Ich bin der Meister. Du bist der Vasalle. Ja. Gib mir mal dein Bestien Riebchen. Dein Bestien Rippchen. What's that? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Wo ist er denn jetzt? Die geben gar keine Punkte mehr, die Wölfe. Wie frustrierend. Ich glaube, wenn wir jetzt da oben rechts lang gehen, dann sind wir an der Schlucht, am Eingang zur Schlucht, oder? Irgendwie so war das doch. Na, her damit. Gucken, ob wir noch ein paar Banditendamen sind. There's a land rife with spots where useful materials may hide. Aha. Oder auch nicht. Ja, warte mal, doch. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. War das nicht hier unten? Ah ja, doch. War ja gar nicht so verkehrt. So, dann wollen wir mal uns mit Harpien amüsieren und mit einem Blutzyklopen. Seid ihr da? Ran da, Leute. This canyon links the capital with the west of Gransis. Winged monsters seem to favor the terrain here. Cut there, master! Snow horses! Tis within range of our steel! Don't ja, komm, warum treffe ich denn nicht? Soak to the bone. Wo ist denn das Mistviech? Na, jetzt könnt ihr mal bitte draufhauen. Warum muss ich das machen? We have triumphed. Did it. Wie sie immer sagen, wir haben triumphiert und stehen nur da. So. Na, erstmal gucken. Also da unten ist er schon mal nicht. Ja, ja. Ich sehe nichts. Ja. Burn their wings. Hupala.
Komm da nicht hoch mit dem Bogen. Verdammt ich. Ist meine Kriegerin jetzt da runtergeflogen? Irgendeiner fehlt doch, oder? Ach komm, jetzt ist die dämliche Kriegerin da runtergeflogen. Ah ne, sie lebt noch. Wo ist denn die? Hey! I'll take that. Moin, wie geht's dir? Alles gut? Obala. Ne, da komme ich nicht rüber. Na gut. Dann wollen wir mal runterklettern. Halt, da lang. Mal sehen, wo dieser Blutzyklop ist. Ja, die Wärme, das ist echt übel. Das kannst du laut sagen. Das war bei mir heute in der Arbeit so heiß, die ganzen Geräte gelaufen. Das ist echt nervig. Odette, du hast es sehr eilig. Wo willst du denn hin? So. Jetzt erstmal gucken. Wo denn? Ach, jetzt haben wir die wieder. Oh Mann. Kann sich nur um Stunden handeln. Kann mal einer die Spinne wegmachen? Wo ist denn das Ding? Na, dann müssen wir das lassen. Das andere Ding ging, aber das Ding ist wieder ein bisschen widerstandsfähiger. Ja. Genau, hör, haut mir auf den Kopf hier. Ich bin doch nur für ein... Boah, das geht schon alles. Ah, nicht runterfallen. So. Was mache ich jetzt mit dir? Komme ich später nochmal wieder, oder? Zu dir hier. Da sind wir morgen noch dran. Lass mal gut sein. Wo ist der Blutzyklop? Der ist bestimmt da drüben. Ja, ja. Ach, lass mich in Ruhe, Mistviech. So, mal kurz gucken. Ja, ja. It's within striking range. Tis far stronger than a common goblin. Swords are useless. We must end this quickly. Ja, dann mach doch. It draws the life from its host. Also Leute, wenn ihr das so eilig habt, dann schießt doch mal. Ihr habt doch alle einen Bogen. Unglaublich. Naja gut, aber ab nächste Woche soll es ja wieder kühler werden. Schauen wir mal. Ich denke mal, bei uns tut es heute Nacht noch Gewitter geben.
Aua. Ja, im Winter sind dann wieder andere Probleme. Ich höre die doch schon wieder jaulen, die Weiber, oder? Ah, naja. So, lass die mal machen. Ja, dann macht nur. Ich gehe einfach weiter, mir ist das egal. So. Ja, ja, wir haben aber keine Magie, also lass uns weitergehen. Warum sollen wir uns denn jetzt mit denen abtun hier? Wenn wir keine Magie haben. Da können wir auch weitergehen. Also bewegt euch. Also früher konnte ich auch stundenlang am Strand sitzen, aber das kann ich heutzutage auch nicht mehr. Was machst du denn? So, jetzt will ich mal gucken, ob der hier ist. Nicht runterrutschen, Mädchen. Ja, doch, du kannst ruhig runterrutschen. Hui! Also hier ist der Blutzyklop auch nicht. Na gut. Hätte ja sein können, oder? Nee, aber heute kann ich auch nicht mehr da so am Strand da ewig... Kann ich euch mal das geben? Ich habe hier 100.000 schwere Sachen. Das ist doch voll für ein Popo hier. Guck mal, was ich hier alles habe für blöde Teile. Los, tragt mal. Na, das sieht ja schon wieder viel besser aus. Also ich hätte jetzt gemeint von der vom Platz her, dass der Blutzyklop hier ist. Das ist ja mies. Wo ist denn das Vieh, verdammt? Ha. Nee, da auch nicht. Da oben ist noch eine Kiste. Treasure, perhaps? This looks interesting. So, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr hoch, ne? Irgendwie so war das doch. Ah doch, guck mal, da drüben könnten wir hochkommen. Doch, das sieht gut aus. Na Gott sei Dank. Ja, und jetzt, ach so, da lang. Na? Also die lebenden Rüstungen haben wir nicht klein gekriegt und den Blutzyklop haben wir auch nicht gefunden. Das ist doch jetzt mies, oder? Wo ist denn das Mistviech? Der kann doch nicht. Naja, gehen wir mal weiter. Vielleicht kommt er ja noch. Wäre ja möglich. Ich glaube, von den Blumen haben wir schon so viele. Ach, der wird wahrscheinlich oben auf der Brücke sein, wo die Vasallen gerne runterfallen. Flüssiger Elan. Sehr gut. Wow. Na. Strength in numbers. This looks interesting. Und Stufenaufstieg haben wir auch noch gehabt. Das ist.
Das ist doch sehr schön. So, wo ist denn diese Harpie? Irgendwo, wo ich rankomme? Even in numbers, a weakling is a weakling still. I've set its wings ablaze. Beware the harpy, tis within range of our steel. The air is chill. Is there water within? Hm. Mal gucken. Ey, wo soll denn der sich versteckt haben, der Blut? Na klar, er ist genau auf der Brücke. Ich hab's mir doch gedacht. Okay, wir speichern mal. Oder auch nicht. So. Nicht, dass die mir jetzt hier runterfallen. Okay, das war eins zu viel. Das hat gar keinen Nutzen. Na komm, komm mal ein bisschen ran da. Wir müssen ja nicht unbedingt hier auf der Brücke kämpfen, oder? Ja, ja, ist gleich erledigt. Oh, keine Ausdauer mehr. Hup. Holala. Doof gelaufen. Na komm ruhig weiter ran hier. Alles gut. Wenigstens noch ein bisschen Pilz. Ah, komm doch her. Schon irgendwo ein bisschen gemein, ne? Okay, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Power hier. Sonst wird das nix. Stürz dich nicht in den Tod! Weil ich will deine, deine Sachen haben. Ja, ja. So. Nicht runterfallen. Komm, komm, komm. Ich sehe, dass da was liegt. Aua. Lass mich runter! Aua. In their tongue, please. Oh Mann! Fucking Dragonborn! Let's roll! Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder eine Runde Skyrim zocken. Da haben wir noch einen angefangenen Char. Wenn ich das jetzt nochmal zigmal höre. Das ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, wie weit wir damals gekommen sind. Wir waren noch nicht so weit. Ich weiß auch gar nicht, was wir gemacht haben. Ich glaube, so wie immer, Hälfte, halb Magie, halb Nahkampf. Da hatten wir uns doch so eine fesche Blondine erstellt. So, naja, zumindest haben wir den Blutzyklop noch gefunden. Was denn jetzt noch? Wo ist er denn? Komm wieder hoch da. Gott. Ich will an die Kiste. Kann ich da mal ran?
Jetzt hat es mir einer geklaut. Wie frech. Odette, was machst du da? Kommst du nicht mehr hoch? Das ist aber auch eine blöde Stelle jetzt hier. Guck mal auf die Karte, wie wir hier am besten wieder rauskommen. Wo sind wir denn? Ja, guck mal, da kommen wir wieder raus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mal sehen. Nee, Odette, da kommen wir nicht raus. Wenn du da... Da musst du stehen bleiben. Wir müssen da lang. Oder? Nee, jetzt laufen wir wieder in die andere Richtung. Die Schlucht macht mich ganz wirr. Ich bin völlig verwirrt von dieser Schlucht. Wie kommen wir denn am besten darüber? Mal kurz gucken. Naja, wir können ja auch mal da runter gehen. Ach doch, da geht was. Guck mal. Ui. Ups. Und jetzt? Oh ja. Rutsch runter, Mädchen. Ah, hier sind wir jetzt. Okay, gut. Naja, so geht's auch. So kann man das auch machen. Wir haben schon wieder volle Taschen. Wo sind denn meine Leute? Leben sie noch alle? Ja, gut. So, jetzt gucken wir mal, ob ich den Streicher fertig habe. Jupp, den haben wir fertig. Dann können wir umskillen. Dann machen wir jetzt eine andere Klasse. Wo sind wir denn? Wir sind da, wo wir reingegangen sind, wieder rausgekommen, oder? Wir können uns ja mal den Assassinen anschauen. Den Assassinen habe ich noch nicht gemacht. Wobei der Assassine ja mehr nachts unterwegs ist. Mal drüber nachdenken. Schauen wir mal. It is a port crystal, Master. What meaning do you suppose those stones hold? Jo, macht erstmal eure Taschen leer, Mädels. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Assassinen oder einen Erzmagier machen. Mal sehen. Für beide Klassen haben wir Klamotten. Ich imagine one would never tire of this place. Are your travel preparations complete? No surprise. Beim Herzog waren wir auch noch nicht. Aber das kann noch warten. So, den Streicher haben wir fertig, den Waldläufer haben wir fertig und den magischen Bogenschützen. Was kann denn der Assassine? Stoßexplosion. Großer Schnitt, beißen, Neubeginn. Oh, der hat aber komische Sachen an. Sekundärwaffe kann ein Schild und einen Bogen nehmen. Und Primärwaffe, ein Schwert und ein Dolch. Ja, dann können wir den ja mit Dolch und Bogen spielen, so wie jetzt. Mal gucken. Nehmen wir den Assassinen, oder? Na, gucken wir mal beim Erzmagier. Miasma, Kamin. Naja. Den Erzmagier hatte ich schon mal in der Mache. Den muss ich nicht mehr bezahlen. Den Magier habe ich noch nie gemacht. Wir machen mal den Assassinen. Was soll schon schief gehen?
War aber ein bisschen andere Klasse jetzt. Ja, wir müssen die Ausrüstung wechseln. Wir können unsere Dolche behalten. Was haben wir hier? Drachenzorn. Den Bogen können wir sogar auch für den Assassinen nehmen. Ja, dann ändert sich ja daran nicht so viel. Mal gucken. Das können wir auch noch behalten. Ja, das Gute ist bei den drei Klassen, dass das halt alles... Warte mal, wo waren der... Da, den Schattenmantel habe ich. Ach, ich glaube, der Assassine ist weg, ne? Dann sieht er das gar nicht mehr. Dieses Teil habe ich von der Schattenausrüstung. Ein Schattenmantel, so rum war es. Na, guck mal, den kann der Assassine sogar auch anziehen. Vielleicht treffen wir ja einen Drachen. Was musste ich denn jetzt dafür ausziehen? Hallöchen, Johnny und Crew. Herzlich willkommen. In der Tongue ist Dovahkiin. Dragonborn. Let's roll. Du willst bloß, dass ich Skyrim spiele. Ich sehe es schon kommen. So. Die Armreifen können wir auch nehmen. Gut. Was geht denn an Hosen? Können wir unsere Hosen noch behalten? Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Egal. Oh, da weiß ich nicht, wie man sowas einstellt. Davon habe ich keine Ahnung, du. Und Stärke hauen wir uns auch noch drauf. Machen wir das so. Ich weiß gar nicht, ob sowas geht. Wenn man jetzt so ein Raid oder so, ob man dann so einen Sound abspielen kann. Ich gucke mir das mal an, morgen oder übermorgen. So, 100%, 100%, 100%, 71%. Das sieht doch gut aus, das nehmen wir. So, dann nehmen wir unsere Verderbnisnägel und Ring des Dolchmeisters. Beißender Wind und schneidender Wind, mal gucken. Sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, aber naja, kann nur besser werden. So. Dann zeig mal her, was müssen wir denn hier können? Was für ein was? Vertrauter Griff. Ein rasanter Angriff mit ausholender Bewegung, ohne euch zu entfernen. Oh Gott, na, das kann ja nur schief gehen. Ach so, das war jetzt das Schwert. Nein, ich wollte doch. Den Dolch. Beim Dolch habe ich plus 1. Schild. Aufspießender Pfeil. Mhm. Giftpfeile. Okay. Was ist Achtsamkeit? Na, mal sehen, ob das was wird. ja, da müssen wir ja mal. Ne, wir wollen, wir haben ja deutsche 100 Küsse. Was haben wir denn hier noch? Machen wir das dahin und dann machen wir hier noch was anderes hin. Nehmen wir mal das große Auslösen. So, Fünffachwirbel. Aufspießender Pfeil, das klingt doch interessant, oder? Ja, wie gesagt, ich gucke mir das mal an, wie das funktioniert. So. Können wir bitte unseren Müll abladen hier bei dir? Ey, ich habe das ganze Inventar voll.
Ach, siehst du, jetzt haben wir den Helm der Unsterblichkeit gekriegt. So. So, was habt ihr noch alles einstecken? Reicht? Ach so. Für die lebenden Rüstungen haben wir jetzt wieder keine Magie. Odette, meine Sammelkönigin hier. Was die alles einsammelt, ist einen Scheiß an. Weil wir können ja aus unserer Vasallin mal fix eine Magierin machen. Weil dann können wir noch schnell die Rüstungen noch machen, die lebenden Rüstungen. Das werden wir machen. So. Du da. Ah, guck mal, du hast ja den Waldläufer auch schon voll. Da, mach mal den Erzmagier. So. Erzmagier. Wo ist denn dieser Stab? War der nicht auch für einen Erzmagier? Ja, dann musst du mal das Ding da nehmen. Hilft dir alles nichts. Ja, kannst du das anziehen? Kannst du das anziehen? Kannst als Erzmagier ja alles tragen. Anziehen. Was? Drachenkampfhandschuhe. Geil, wir wollen jetzt bloß mal schnell zu den magischen Rüstungen laufen. Zu den lebenden Rüstungen. An Mädel. So. Und das Dolchmeisters erstmal. Ring der Reinigung. Habe ich nicht auch hier so einen Erzmagierring gehabt? Ey, wir haben hier so viel Zeug. Mal kurz gucken. Zieh mal den an. Der hat gar keinen Nutzen. Erhöhte Magie hier. Dann nimm das hier. So. Klar sind sie dann stärker, wenn sie ihre Berufung voll haben. Aber du hast halt in dem Spiel die Möglichkeit, dass du ja wirklich jedes Klasse voll skillen kannst. Und das bisschen Magie, was wir noch für die lebenden Rüstung brauchen, das reicht schon. Das schafft die schon. Und wir werden mal sehen mit dem Assassinen. Wir haben ja unsere Ausrüstung praktisch wie vom Streicher oder Waldläufer. Have your pick. Any you like. Fähigkeiten erlernen. So. Na guck mal, sie hat fast die gleichen Zauber hier. Das ist also völlig Mumpitz. Völlig egal. What will it be today? So. Ja. Ja. Naja, hier macht das da.
gibt es uns mal das Feuer. Und ja, nimm das da noch. Und sekundär nimmst du das da. Ups. Und das da bitte. Und kannst du den Feuerball noch nehmen, der ist gut. So. What will it be today? Have your pick. Come again soon. Here we can rest, manage inventory and skills, and so on. Nur mal schauen, dass wir da von diesem Schattending, das Schattending ist gar nicht so schlecht, die volle Rüstung zusammenkriegen, wenn wir mal wieder ins Finstergramm sind. So, jetzt machen wir eine Schnellreise dahin. Warte mal, wir haben noch... Ja, das reicht uns. Weil wir waren ja gerade da. Oder? Ja. Die einzigen Klassen, die ich nicht so spielen mag, ist Krieger und Kämpfer und dieser mystische Ritter. Das ist mir zu viel. Mit dem ganzen Zauberzeug da, das ist mir zu doof. Darauf habe ich keine Lust. So. Ach, wir müssen ja in die Katakomben, ne? Das Ding war ja in den Katakomben. Ich nur wieder. Ja. Wir müssen ja da lang. Ja, wenn die Schattenausrüstung voll hat. Na, wir haben ja hier schon alles geplündert. Wir wollen ja bloß diese lebenden Rüstungen jetzt machen. Kannst halt immer schön rumswitchen. So, jetzt gehen wir wieder da rein. Ich hoffe, was tot ist, ist noch tot. Dass das noch nicht so lange... Hoppala. Außer wir rennen hier laufend rein, weil wir doof sind. The crypt was fashioned ages ago, before the faith came to Grancis. Long ago, when the people worshipped the old gods, the gods of nature. Fall nicht runter. This looks interesting. Sie nimmt mal gleich wieder einen ranzigen Fisch mit. We cannot pass through. I suspect it's why they returned their dead to the soil, to the earth god. Their souls might be cleansed and born anew in the coming generations. Warte mal, nee, da lang. The walking dead are all around. Ja, ja. Danke. Any that would target the arisen are mine. Would that we had some manner of triumphed. Nimmst du mal deinen Bogen? They hardly falter in their assault. There, a stout undead. Take care to stay clear. Da wir sind vom Level schon so hoch, dass das dann auch so schnell geht, was? Das ist schnell durchgelevelt. I believe some of the coffins are booby trapped. We have triumphed. The lamplight will make spotting traps easy. A stout undead. Beware the blast. Na komm, explodier. Danke. Weil wir brauchen ja jetzt bloß wieder dahin, wo wir schon waren. Wenn ich den Weg wieder finde. Warte mal, Hüftkristalle. Nicht den toten Schädel! Was? Warum stehst du denn genau daneben, wo das Ding explodiert? Ja, dann gib uns Feuer, Mädchen. Na, guck mal. Stufe 111 sind wir schon. Das geht jetzt irgendwie ganz ratzi-fatzi. Jetzt müssen wir diese Rüstung nochmal runterprügeln. Achso, wir brauchen erstmal... Schubst mich nicht, ich brauche den Fahrstuhl.
klar. Steigen wir nochmal hinab und machen die zwei. Ja, aber am meisten macht mir wirklich der magische Bogenschütze Spaß. Das ist einfach so. So. The structure is built from a natural cavern. It is half a labyrinth inside and crumbled here and there with age once more. It is a lost place. Yet still these vermin come. No honest business brings a man to such a place. What's this? To judge from the beasts that dwell here, the place holds a dark power. We'll not pass through without the key. A stout undead! Edward was the seat of the god. Das ist zwar nicht sinnvoll, aber es funktioniert. Bum, 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 bum. Jetzt sind sie alle hinüber. Wir haben kein Öl mehr in der Lampe, oder? Ihr seht ja gar nichts. Na? So, jetzt wieder. So. Komm, wir holen uns unsere Rüstung. War die nicht hier? Nee. Oder doch? Ah, da sind sie. Haben die jetzt wieder volles Leben? A skeleton mage comes. Over there, living armor. The first strike shall be mine. Another one target the arisen on mine. Ja. I'll begin with the strongest. Was auf, spießender Pfeil? Huppala! Au! I cannot take much more. I'll dispel the ailment. Damn their shields! Strike from the rear! Ja, ja, mir geht's gut. Aua! Komm, Lilly, gib Gas. Also die Kriegerin ist ja auch für'n Popo. So. Dann hauen wir ihr mal die Rüstung runter. Aua, jetzt hat er mich aber runtergehauen. Das war aber nicht nett von dem. Machen wir das hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bandras, ne, dann nehmen wir halt den grünen Lattich. Okay, der reicht uns nicht. Das Gift. Oh, nee, das ist das Basilisten-Ding. Haben wir keinen? Ah, dann nehmen wir das da. So lange sollte das ja jetzt nicht dauern. Oh. So. Na komm jetzt, Magierin. Lilly, jetzt komm, greif an! No, they hold the advantage. Are we even hurting it? I'll dispel the ailment. Oh. So komm, Lilly, auf geht's. Zauberin. It is useless. We can't hurt it.
Okay. Ja, ich hab dich doch aufgehoben. Lilly, zaubern! Also du kannst eigentlich nur selber einen Magier spielen, weil guck sie dir an, sie läuft nur rum. Ich reg mich schon wieder so auf über den Magier. Jetzt können wir deinetwegen hier nochmal runtergehen, weil ich nochmal umskillen muss. Machst du mal was? Los, da, halt, da lang. So, weiter nochmal, bitte. Ran da. Na komm, Lilly, zaubern. Komm, Lilly, du bist die Einzige, die das jetzt kann. Mal sehen, ob sie es schafft. Los, Lilly, da lang. Ran geht's. Oh, Kriegerin. Na klar, ich rette wieder diese ganzen nutzlosen Vasallen und bin selber im Arsch. Hast du hier noch irgendeinen Heiltrank, Waffen? Gib mir den mal. Ich hatte auch noch so einen. Wo war denn der? Ah, hier. Unglaublich. Nee, die kriegt das nicht hin. Da sind wir ja morgen noch nicht fertig. Lilly, da lang, komm. Jetzt zauber doch mal. Odette. Odette, steh auf. Nee, Lilly, das wird nichts. Du kriegst sie ja nicht down. Aua. Ja. Hoppala. Geh doch von mir weg. Was hab ich dir denn getan? Aua. Ey, haut der mich voll in die Ecke. Oh, nee, jetzt brauchen wir wieder von dir irgendwas. Gib mir mal hier irgendwas. Knall ich mir mal die Tunke rein, weil die macht Ausdauer und Gesundheit. Glaube ich, muss ich wieder rumswitchen auf meinen. Aua. Nee. Schluss mit lustig. Hau mal ab, Mädchen. Hau mal ab, Mädchen. Komm schnell. Geht weg von mir. Okay, wir werden wieder ein magischer Bogenschütze. Das hat ja keinen Wert. Das bringt ja überhaupt nichts. Müssen wir nochmal umskillen.
Das ist ja ärgerlich. Ja, ich tue euch erstmal heilen. So, kommt ran hier. Die Kriegerin, die fällt auch immer um, ne? So, sind alle wieder gesund? Haben wir Odette verloren? Nein, Odette ist auch da. Ich sehe sie zwar nicht, aber ist ja egal. So. Ach, da ist sie. Okay. Na gut, dann hauen wir uns wieder den magischen Bogenschützen hin. Damit gehen diese Rüstungen dann pipi einfach. Weil das ist ja... Ja, das ist schon, bei manchen Gegnern ist das schon doof. Wenn die gegen Magie resistent sind oder dann nur Magie brauchen. Mhm. So, gib mir meinen Bogenschützen. Was haben wir jetzt beim Assassinen geschafft? Ein Rang gerade mal. Naja, macht aber nichts. Ja. Gib mir meine Dolche. Nicht den... Halt, die... ja, schon richtig. Wo ist denn jetzt mein Bogen? Hier, wir möchten bitte den Bogen haben. Und das Ding sah ja auch so fürchterlich aus. Das Ding sah ja auch so fürchterlich aus. Geht schon. So. Ring des Dolchmeisters. Wir nehmen mal noch die Verderben des Dinger. Was haben wir hier? War das so? Ein Stab. Ah, ich weiß nicht, einen Stab, glaube ich, nehmen wir nicht mit. So. Ah, Drachenzorn kann weg. Den Schattenmantel, den können wir uns noch mal angucken. Vielleicht ist der sogar noch ein bisschen besser. Dann braucht man sie eigentlich gar nicht mehr als Magier. Egal. Sie kann ja jetzt mal ein bisschen als Magier rumlaufen. Ist ja nicht weiter schlimm. So. Wir nehmen mal hier noch ein bisschen Heilung mit, weil wir heute besonders intelligent sind. Ey, ich hatte so viele Dinger geholt. Jetzt sind die alle schon wieder weg. Das gibt's doch gar nicht. Mal die Stärke steigern. AP
Abwehr und wir brauchen noch die Magie steigern. Wo ist denn das Zeug? Eine Steigerung Magie nehmen wir auch mal 2 mit. Und wir nehmen noch ein paar Amulette mit. Da nehmen wir 2 mit. So. Nachdem ich ja fast tot bin, tun wir hier mal kurz übernachten. So, dritter Anlauf mit den Rüstungen. Wie nervig. Here we can rest, manage inventory and skills, and so on. Wenn du das sagst, so. Wollen wir nochmal eine Schnellreise dahin machen? Glühen von. Ja. Jetzt habe ich aber langsam die Nase voll von Katakomben, das sage ich euch. Dein Umhang ist auch schön, Odette. Take that. So, alle guten Dinge sind 3. So langsam sollte ich mich da drin auskennen, oder? So. Few come to offer prayers for those who rest here in the catacombs. The crypt was fashioned ages ago, before the faith came to Grancis. Ja, das ist natürlich der Vorteil bei den Bogenschützen, ne? Long ago, when the people worshipped the old gods, the gods of nature, we cannot pass through. I suspect it's why they returned their dead to the soil, to the earth god. That their souls might be cleansed and born anew in the coming generations. Be careful. The walking dead are all around us. Undead triumphed! Arisen, I am at your side. I'd wager we could scale that wall. Von mir aus. There, Master! Stout undead! Warum kommt ihr denn auf mich zu, ihr Deppen? It hates fire! So, haben wir alle? Tis weak to fire! If we lit lamps, we could more easily see the traps. Dass sie auch immer wieder aufstehen, Mensch! Read your weapons in those. Think well before striking. I'll take that. Na, Lily, hast du nichts zu tun, oder was? It hates fire! You'll find the mechanism faster with more light. Also, wenn sie will, dann kann sie schon, ne? Sie will bloß nicht. The lamplight will make spotting tracks. No! Use fire to pop it! Ja, ja. It hates fire! There, Master! Ja, dann gib mir doch Feuer zum Beispiel. Fire works well! Did it! Irgendwas haben wir getötet. Irgendwas haben wir getötet. Noch einer da. Na dann hau dein Feuer hin. Alle tot? Gott. Alle hinüber. Let us strike with fire.
Beruhig dich, Mädel, beruhig dich. Irgendwie sind wir heute nicht so produktiv. Ach so, ja, wir müssen ja erstmal wieder einsteigen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. The structure is built from a natural cavern. It is half a labyrinth inside. Keiner da. It's crumbled here and there with age. What's more, it is a lost place. What's this? Komische Spinnen. When these vermin come, no honest prisoner sends a man to such a place. To judge from the beasts that dwell here. Place holds a dark power. Hier knurrt doch schon wieder irgendwas. Bleib liegen! So. So. Naja, dann können wir euch jetzt hier auch machen. Ich wollte gerade sagen, lasst ihn doch erstmal explodieren. Was hast du denn hier für Murmeln um dich rum? Du sollst zaubern. Oh Mann. There, Master. Stout undead. The switch ought to be to the right of the door. Do not just attack blindly. Take care to stay clear. Ja. Dann wollen wir uns nochmal zu unseren Freunden hier gesellen. Reit. Nein, nicht zur Ausrüstung, oh Gott. Sag mal. Mal die ganze Gruppe ein bisschen pushen hier. Und los geht's. So. There, Master. Skeleton Magi. Over there, living armor. I'll begin with the strongest. I'll scale it! Strike while it's distracted! This must be the work of the darkest magic. I'll leave the weak foes to you. I'll strike from their rear! Aim for their backs! Ja, das geht viel schneller. Haut ab von mir. Let's circle round the back. Der andere ist doch schon fast hinüber, oder? Na? Wer hat von euch weniger? Oh, der erste ist gleich down. Na? So, einer ist hinüber. Mir da vorher so lang gebraucht. So, geben wir ihm den Rest. Komm. Und fertig. Ja. Hat ja nur drei Anläufe gebraucht, oder? Hm, what's that? Phantomkugel. Oh, Nachterz.
Ach, das ist nicht schlecht. Na gut, dann haben wir es hier. Stunden später. Haben die nichts mehr gedroppt hier? Ne, sieht nicht so aus. Na gut. Was haben wir denn noch zu tun? Wir haben ein bisschen was gemacht. Den Tod auf Finstagram. Nein. Finstagram. Okay, das ist alles Finstagram. Drei Golems. Golems haben wir noch gar keine getroffen, oder? Königslorbeer später. Fehlen uns immer noch vier Chimären. Greifer haben wir auch noch nicht. Guck mal, Banditen fehlen uns auch noch. Naja, da könnten wir ja mal zum Herzog gehen und da mal weitermachen. Dann kommen wir ja da auch ein bisschen voran. Treasure, perhaps? Tun wir uns mal wieder mit dem Höfischen befassen. Is a port crystal, Master. What ja, ich... meaning do you suppose those stones hold? Halt, machen wir die Lampe weg. So. Was hast du denn da vorm Gesicht? Okay. Mal schauen, was der liebe Herzog von uns will. Oh, ich bin, glaube ich, schon wieder vollgepackt. Ich schnaufe schon wieder so. Das ist die Wärme. Wir können ja jetzt mal zum Herzog gehen und dann können wir ja mal kurz Skyrim starten, oder? Wir können ja mal gucken, wo wir da waren und wie wir aussehen. Wenn du Lust hast. Weil so lange mache ich nicht. Aber das können wir zum Abschluss noch machen. Know, however, that any errand you will also be asked. If you have, I must be knowing that. Wir haben ja nur noch hier. You are quite certain. Understood. A guide. Wollen wir die hier stehen lassen und wollen wir noch schnell bei Skyrim reinschauen? So ein paar Minuten? Lange mache ich nicht mehr. Ah komm, das machen wir mal, oder? Du hast mir den Song jetzt so um die Ohren geballert. Du hast mir den Song jetzt so oft um die Ohren geballert, du bist jetzt schuld. So. Ja. Aber dann machen wir morgen, gehen wir dann zum Herzog und machen uns wieder zum Affen. Müssen wir erstmal gucken. So. Machen wir den mal zu und gehen mal auf. Jetzt muss ich erst mal gucken. Äh, 1400 Stunden. Ich glaube, das war der Spielstand, den wir gemacht haben, als wir angefangen haben. Wir gucken mal kurz. Da sind bestimmt jetzt meine Mods alle weg. Wollen wir wetten? Wir starten mal kurz. Du bist schuld, nur wegen dem Sound. In their tongue, he is Dovahkiin. Dragonborn. Let's roll. So. So, Emerald modded, Gefangener modded.
Wollen wir mal gucken? Ah, guck mal, wir waren ja Stufe 8. Da haben wir ja nicht lang gemacht. Gucken wir mal. So. Oh nein! Einige Objekte. Nein. Nein. Doch. Wir müssen anders in das Spiel reingehen. Da, wo meine Mods sind. Sonst wird das hier nichts. Skyrim. Ne, das sind alle Mods. Skyrim. Ist von 2000. Das ist ja jetzt mies. Mal schnell schauen, was hier los ist. Lauf nach. Nee. Wir hatten dann, ich weiß gar nicht, wir haben dann, glaube ich, Gothic gespielt oder irgendwie. Wir sind dann. Hatte ich irgendwie Lust auf Gothic und da sind wir auf Gothic gelandet. Deswegen sind wir da nicht weitergekommen. Warum sind jetzt meine Spielstände. Warum sind die. Die Mods weg? Das ist ja hier wieder. Ich spiele das ja nochmal nicht über Steam. Warte mal. Nein. Wir gehen nochmal dahin. Adobe BioWare. Yes, Dragon Age. Können wir nochmal hier hingehen? Final Fantasy. Gothic. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Origins, Skyrim Mod Programme. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo dieser verdammte Ordner ist. Ach hier, Skyrim Mod Installer. Da haben wir es doch. Warte mal. Wollen wir schon gucken hier, ob das funktioniert. Also die Mods sind alle eingeschaltet. Gut zu wissen. Dann gehen wir mal auf Run. Unlock Running. Oh, mal gucken. So. Gibst du mir jetzt meine Spielstände hier? Na, geht doch. Geht doch. Man muss ja bloß wissen, wo man hin muss, oder? Guck mal, da sind wir ja. So, das war unsere Dame. Ah, du bist schuld wegen dem Song. Naja, geht ja. Wie sieht es denn aus? Ein bisschen Magie, okay. Wie sieht es mit Fertigkeiten aus? Wollen wir mal gucken. Zerstörung, Veränderung, Zauberung. Okay, einhändig und Zauber wollten wir wieder machen. Okay. So, gucken wir mal. Und dann Haufen Müll haben wir einstecken. Zeig mal her, Kriegsaxt, Himmelsgeschmiede. Nord. Was? Kopfgeld? Aha, okay. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo... Ach, hier. Quests.
Was haben wir denn? Fragt die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Also sind wir irgendwo bei den Gefährten stehen geblieben. Oh nein, machen wir weg. Verbotene Legende. Weg der Stimme. Du bist schuld wegen dem Sound. Das ist deine Schuld, dass wir jetzt hier mal... Hast du eine Ahnung? Ich muss erst mal gucken mit meiner Maus. Hallo? Ah. Ja, ich weiß, ich habe den reingemacht. Aber ich wusste nicht, dass du den so oft spielst. Jetzt habe ich voll einen an der Klatsche deswegen. So. Waren wir erst Stufe 8? Ich dachte, wir wären schon weiter gewesen. Ich hätte gedacht, dass wir schon weiter waren. Naja, egal. Ein paar Minuten machen wir noch, weil dann hören wir für heute auf. So. Was, ihr wollt mir alle Arbeit geben? Das ist aber eine ganze Menge. So viel arbeiten will ich nicht. Skior sagt, manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Das ist nett von dir, dass du mich magst. Also. Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Okay. Dann erledigt es jetzt. Als das Kaiserreich sich dem Alt-Meri-Bund ergab, brachte was? Es... Was? Niemand soll sterben? Wenn ich die Axt schwinge, stirbt immer irgendjemand. Ich kann da nichts dafür. Wo soll ich denn hin? Das kann doch nur im Blutbad enden, oder? Bei meinem Glück? Bei meinem Glück endet das im Blutbad. So, ein bezahlter... Was? Franke heimlich Feuer schießt mich tot. Ein wenig aufmischen und an seine Fehler... Sag jetzt nicht, dass der da oben in der Feste ist. Ja, der liebe Baumwollpflücker hat die ganze Zeit den Sound gespielt von Skyrim. Und weil ich heute eh nicht so lang machen wollte, habe ich gesagt, schauen wir mal kurz nach. Weil ich wusste auch gar nicht mehr, wo wir waren. Aber wir sind erst Stufe 8 gewesen. Wir hatten ja da ganz neu angefangen. Und mach ein paar Minuten hier. So. Wen sollen wir denn jetzt hier einschüchtern? Ach, das ist doch hier der Trottel. Das kann ja nur schief gehen. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden Leib... Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden. Ich wollte Prügel anfangen. Die Feinde von Himmelsrand und nicht keinen Geschichtsunterricht. Das heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Das endete jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Aha, ich wollte aber eigentlich hier eine Prügelei anfangen. Was, ich kann dich nicht einschüchtern? Komm her hier! Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Aua! Au! Ey, du bist ein einfacher Magier, hör doch auf, mich zu hauen! Mädchen, hau zu! Hau ihm in die Schnauze! Das war schon alles? Ah, komm jetzt! Komm, hau zu, Mädel! Ran da! Gib's ihm! Na los jetzt!
Wir wollen ja morgen noch fertig sein. Doch, ich kann, das siehst du doch. Gut. Komm her jetzt. Nein, nicht den hauen. Oh Gott. Ach so, geschrien haben wir auch schon wieder. Ah! Ich sehe nichts, meine Maus. Haben wir es jetzt? Ihr seid härter, als ihr aussieht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt. Keine Frage. Na, Gott sei Dank. Schön, ich kümmere mich darum, nur lasst mich bitte in Ruhe. Okay, du kannst deine... Nein, schrei doch nicht! Oh Gott. Könntest du bitte die Waffen wieder wegpacken? Ah, danke. So. Wo ist denn dieses Rotzkind hier? Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Dir würde ich so gern die Kehle aufschlitzen, du kleines, dummes Rotzgör. Ich leck doch keine Stiefel sauber. Wie ist der denn drauf? Dreckskinder. Ich sagte, das sind kleine Bastarde. Aber der ist ja der Schlimmste, ne? Stiefel lecken. So. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Na, Gott sei Dank. Ey, wir haben keine Waffe mehr dran. Mist. So, mal kurz hier wieder ausrüsten. Gib mir mal die Axt. Was war denn das? Kuh war das, oder? Ja. Und... Heilung, Flammen. Machen wir es so. Ich glaube, jetzt sollte das wieder passen. Ja. Gut. Ja, den habe ich von... Also, als der rauskam, von Anfang an drauf. Ich weiß gar nicht. Warte mal kurz. System. Nee. Das wollte ich nicht. Ah, lass gut sein. Nee. Kann ich jetzt gar nicht drauf zugreifen. Aber so viel habe ich nicht drauf. So. Hier, du da. Skjorsak, manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Ja, ich mag dich auch. Komm hier, ich hab das gemacht. Ich wusste, dass ihr es könnt. Gut gemacht. Abgeschlossen. Ich will aber nicht noch mehr Arbeit haben. Bis zum nächsten Mal. Ah, da seid ihr ja. Ja. Ich wünschte mir, dass mehr in unseren Reihen solche Fragen stellten. Ich betrachte die Gefährten mittlerweile als eine Art Familie. Ich habe schon an der Seite jedes Mannes und jeder Frau hier gekämpft. Die Bande des Schweißes sind stärker als die des Blutes. Ich würde jedem hier mein Leben anvertrauen. Na, dann mach doch. Und das könnte ich von den Milchtrinkern, die mich aufgezogen haben, nicht behaupten. Na gut, okay. Ja, ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Oh. Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Also gut. Das wollte ich eigentlich jetzt noch nicht machen. Ich bin erst Level 8. Als Werwolf bin ich eine absolute Flasche. Sag mal, warum haben wir denn keine Waffen dran? Ich habe doch gerade das wieder ausgerüstet, oder? Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn halten. Wir müssen mal kurz in unser Haus gehen. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat ist ja, geht doch mal alle weg. Als Söldner versucht? Nein, will ich nicht. Ach ja, wir hatten ja kein Geld mehr, deswegen schaut das hier noch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Lydia, bist du irgendwo?
Hallo? Hallo? Wo treibt sich das Luder schon wieder rum? Ach, da. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ich will noch kein Werwolf werden. Langes Leben euch. Ich will noch kein Werwolf werden. Was haben wir denn hier? Nein. Schwert des Roten Adlers. Aventus Torino. Akademie. Kaiserliche Armee. Das ist hier die Special Edition. Die alte Version, da habe ich, glaube ich, was habe ich vorhin gelesen? 1400 Stunden drauf, bei der ersten 9 Stunden. Die haben wir also im Stream angefangen. Was können wir denn jetzt noch schnell machen? So eine kurze Quest und dann machen wir nämlich Schluss für heute. Das war jetzt nur mal, weil der Sound laufend lief. Deswegen haben wir das jetzt hier kurz angeschaltet. Irgendwas, was können wir denn jetzt noch machen? Was kurzes, knackiges. Es gibt ja nichts kurzes. Es gibt ja nichts kurzes, knackiges hier. Aber wir müssen erstmal Geld verdienen, dass wir hier unsere Bude einrichten können. Ich weiß gar nicht, wer mich überredet hat, dass ich diese kaufe. Wir gehen noch mal ein bisschen raus in die weite Welt. Bei meinem... Ich habe keinen Ärger. Ich habe niemals Ärger. So. Wo sind wir denn? Ah ja. Nein, nein, nein. Hau nicht. Gott. Also offensichtlich haben wir damals den ersten Drachen gemacht mit Level 8. Das war ganz schön früh. Ach, ihr seid auch wieder da. Gut. Ach, ich weiß, wo wir hingehen. Wir besuchen schnell Cicero. Wir laufen mal schnell zu Cicero. Den kleinen Lustigen, den will ich jetzt noch treffen. Und dann machen wir Schluss für heute. Mal heute mal ein bisschen eher ins Bett gehen. Ja, ich auch. Deswegen. Moin, 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 moin. Ja, moin, machen wir weiter. Dann machen wir dann wieder mit Dragon's Dogma weiter. Jetzt muss ich dann erstmal gucken. Hallo, Negro. Bist du im Lurky? Oh, hast du auch so geschwitzt wie ich heute in der Arbeit? Du hast auch schon Feierabend, oder? So, warte mal, Cicero geht da lang. Ich muss mal gucken, ich lade das ja eigentlich immer bei bei YouTube hoch, ob ich sowas schneiden kann, das Video oder so. Dass die Leute dann nicht hier bei der... Achso, du arbeitest zu Hause. 30 Grad im Wohnzimmer. Na, wunderbar. Aber bei uns die Hütte war auch, wir hatten vorne und hinten die Tür offen, aber die Geräte waren alle gut bespielt und das war so heiß. Aber gut, ich war ja nur 5 Stunden. Ich musste ja nur 5 Stunden arbeiten heute. Ein bisschen rauszoomen hier. Aber das ist ja schon lange her, dass wir Skyrim gespielt haben. Ist immer noch 27 Grad? Okay. Wer seid ihr denn? Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Ja. Dann habt ihr sie auch gesehen.
Wir haben unser Heim verloren, unser Vieh. Wir haben kaum genug Gold, um über die Runden zu kommen. Ah, okay. Danke. Seid auf der Hut und vergesst nicht, unterwegs den Himmel im Auge zu behalten. Ich gebe mir Mühe. Ey, das waren 5 Gold. Wir... So freundlich. Ey, wir sind eh pleite. Verdammt. Ja. Wir machen das auch bloß ganz kurz. Wir laufen bloß mal und wollen schnell Cicero treffen. Das ist nur, weil der andere immer den Sound abgespielt hat und das Skyrim so in meinem Ohr gedröhnt hat, dass ich gesagt habe, wir gucken hier noch ein paar Minuten rein. Hoppala. Ach, komm her. Ey, du kannst ja nicht so schnell sein. Hau doch nicht ab, hallo. Na komm, gib her. Weil wir gehen jetzt bloß schnell, ich sehe schon das Pferdchen mit Cicero reden und dann hauen wir ab, dann machen wir Feierabend für heute. Aber der ist so lustig, ich mag den so gern. Na, mein Gutster? Oh, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Meine arme Mutter. Ruhend. Doch zu. Kann ich dir helfen? Meine Maus? Der arme Cicero steckt fest. Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert. Nun ja, nicht sie, ihr Leiche. Sie ist ziemlich tot. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause, in eine neue Gruft. Okay. Aber das Wagenrad, das verdammte Wagenrad, es ist kaputt. Seht ihr es nicht? Ja, kann ich dir denn helfen? Oh, ja, der freundliche Fremde kann sicherlich helfen. Die freundliche Fremde, bitteschön. Geht zum Bauernhof von Lorius. Dort drüben an der Straße. Redet mit Lorius. Er hat Werkzeuge. Er kann mir helfen, aber er tut es nicht. Er weigert sich. Überredet Lorius, mein Rad zu reparieren. Wenn ihr das schafft, wird der arme Cicero euch belohnen. Mit Münzen. Mit glänzenden, schimmernden Münzen. Der ist so lustig. Das machen wir doch mal ganz schnell für den lieben Cicero. Mal gucken, der Bauer ist ja eine harte Nuss. Komm mal her hier, du da. Ich glaube, so viel Überredung habe ich jetzt noch gar nicht. Hallo, ich rede mit dir. Ach, um Maras Willen, was gibt es denn jetzt? Der kleine Mann braucht wirklich eure Hilfe mit seinem Wagen. Ihr meint diesen Cicero? Ja. Erzählt mir mal was Neues. Dieser Spinner hat mich sicher schon 5-mal gefragt. Meine Antwort hat ihm wohl nicht gefallen. Warum kann er uns nicht einfach in Frieden lassen? Warum kannst du nicht einfach helfen? Genau, wo liegt das Problem? Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Habt ihr den Mann gesehen? Er ist völlig verwirrt. Ein Hofnarr? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Er sagt, es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Hier, er ist ein Fremdling. Was? Und wer in Maras Namen seid ihr überhaupt, hä? Ihr kommt hierher und sagt mir, was ich zu tun habe? Na klar. Und wozu? Um einem Verrückten zu helfen. Ich mag Verrückte. Ja. Hier, du weißt, dass du ihm helfen sollst. Ja, ihr habt ja recht. Na, Gott sei Dank. Wenn man verrückt ist, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls braucht er... Genau, war die Mutter der Nacht, ich ja. Wenn ich verweigere, was sagt das dann über mich aus, hm?
Also, danke. Und bitte verzeiht meine Unfreundlichkeit. Na Gott sei Dank, dass du das eingesehen hast. Sagt ihm bitte, dass ich ihn bald treffen werde. Gut. Jetzt will ich Cicero noch tanzen sehen zum Abschluss. Und dann machen wir Feierabend für heute. Necro, weißt du, wie man so ein Video zuschneidet? Dass ich für YouTube das Skyrim wegschneiden kann? Arme Mutter! Ihr neues Zuhause scheint so weit entfernt. Ach komm, Lorius, mach das. Wirklich? Er hat zugestimmt? Oh, Fremder! Ja, dass ich den Rest vom Video abschneide. Also wenn ich es bei YouTube hochlade, dass ich dann irgendwie den Skyrim-Part wegschneide. Meine Mutter dankt euch. Hier, für eure Mühe. Gib mir die Kohle, komm. Ein paar Münzen für eine gute Tat. Danke. Danke noch einmal. Na, siehst du. Ey, sonst hat es immer 500 Gold gegeben. Warum habe ich jetzt 250 gekriegt? Komm, tanz mal, Cicero. Ich werde auf Lorius warten. Oh ja, Mutter und ich werden genau hier warten, bis er unser Rad repariert. Okay, da muss ich mal gucken. Komm, normalerweise tanzt du. Ich werde auf Lorius warten. Oh ja, Mutter und ich werden genau hier warten. Na gut, dann halt nicht. Ich dachte, du tanzt. Ja, ist gut. Ach, hier ist das Rad, okay. Was, stehlen? Anna, ich will doch das Pferd nicht stehlen. Nein. Na gut, meine Lieben. Mach mal aber Schluss. Ist doch irgendwo cool, oder? Videobearbeitung. Ja, irgend sowas habe ich. Aber ich weiß nicht wo. Jetzt ist gut. Ist gut. Ich will aber nicht rendern. Oh, nein. Ach, vielleicht lasse ich es drin und schreibe dazu die letzten paar Minuten Skyrim. Mal sehen. Okay, meine Lieben. Machen wir erstmal Schluss für heute. Morgen machen wir wieder ein bisschen länger, so bis 2. Aber heute, das war alles zu warm und zu kaputt. Ich jag jetzt meinen Hund noch quer durchs Dorf. Touristen schlafen alle. Mein Rechner ist schon gut, Necro. Daran scheitert es nicht. Ich lasse das einfach so. Waren ja bloß ein paar Minuten jetzt. Dann sage ich mal gutes Nächtle. Alle miteinander. Speichern. Mach mal hier. So. Ich war schon so lange nicht mehr hier, dass ich schon mehr weiß. Ja. Wie komme ich denn jetzt aus dem verdammten Spiel raus? Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Ich will einfach nur weg hier. Nein. Steuerung? Nein. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das Spiel beenden muss. Ist es so lange her? Verdammt, ich glaube, ich spinne. Es kann doch nicht wahr sein. Wie macht man denn das Skyrim-Spiel wieder aus? Ich hab's vergessen. Ey, so viele Stunden und dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht. Nein, schleichen wollen wir auch nicht. Nee, Konsole brauchen wir auch nicht. Nein. Alt F4? Warte mal.
Nee, da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Nein, nicht schleichen. Oh, Mädchen. Gab's nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Warte mal. Einstellungen. Gameplay, Anzeige, Audio. Steuerung. Hopp. Schnellspeichern, Tagebuch. Ganz großartig. Ganz großartig. Ich komme nicht mal aus dem Spiel raus, dass ich den Stream beenden kann. Hoppala. Ah, dann machen wir es halt so kurz und schmerzlos. So, ich sag danke fürs Zuschauen. Ja, ich habe jetzt hier Tastmanager gestartet. So. Aber das jetzt so, weil anders geht das nicht. Und dann vielleicht bis morgen wieder mit Dragon's Dogma. Das machen wir zuerst fertig, bevor wir hier was anderes machen. Ciao, ciao. Danke fürs Hiersein.